Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rise Son of Rome. Ich bin immer noch bei den Endgegner dieser Gruppierung, was auch immer. Und ja, ich hatte mich ja sehr schwer getan gegen ihn. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, da. Nein, jetzt bin ich auch kurz auf Desktop gefallen. Stopp mal eben. So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe hier gerade leichte Probleme. Oh, ich komme hier nicht weg. Immer nur einen Schlag hin. Boah. Nein. So früh. Nein. Ja, das war mal zwei gute Schläge, nein, und dann... Oh, geben wir das schon wieder auf den Spin hier. Steh auf! Steh auf! Nein. Okay, das war wieder mal nichts. Aber jetzt sind wir... Dafür gewappnet. Gewidmet. Also im Endeffekt muss ich ihn ja töten, sonst komme ich nicht weiter. Ich hab doch hier. Ah, okay. Das war noch schwach. Das war nochmal gute Schläge. Nein, dann rolle ich mich da natürlich nur in den Gegner rein. Komm. Meine Herren, ist das anstrengend. Boah. Da habe ich den Schlag verpennt. Leider. Vielleicht jetzt noch mal die Möglichkeit. Oh, jetzt wird das sauer. Oh Mann. Steh auf. Das gibt's doch nicht. Wieso darf er diese Power-Attacken jedes Mal machen?
unglaublich. Also das ist so unglaublich, dass mir das keiner glauben kann. Du kannst diese Attacke nicht verteidigen. Jetzt vielleicht. Nochmal. Setz hinterher. Okay. Ja, super. Führt mich ja jetzt auch nicht viel weiter. Meine Fresse! Jetzt komm, Finale. Ja, Mann, endlich. Geht doch. Meine Fresse. Boah. Ja. Hier da. An den Rambock. Bringt die Figur zu Fall! Ihr zwei. Verwundet müssen zu trinken kriegen. Tötet die Verwundeten! Was für ein Mist. Wir nehmen die Waffen der Barbaren mit. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Voll der Typ. Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben?
Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Umarme mich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Siehst du, was passiert, wenn man mir trotzt? Trotz mir! Nein! Sein Wille ist getan. Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt flieht, ihr Hunde. Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf. Mein Vater ist ein Gott. Ich bin ein Gott. Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht. Bringt uns zum Hafen. Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt, keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau, jedes Kind abschlachten!
Oder wollen wir selber pissen? Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Okay. Los! Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Okay, wie es dann weitergehen wird, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es heißt Rise Son of Rome. Euer Alte Rustikal ist erstmal raus. Tschüss!